Ja, liebe Freunde, ich weiß, was ihr sagen wollt. Der Herr Klaus, der sieht ja heute wieder ganz schön fertig aus. Und da muss ich euch recht geben. Ja, ich habe nämlich Sport gemacht. Ich war angeln. So, Sport ist unser Thema heute. Es geht um die Verlosung unserer WM-Pizzas. Und da muss ich mir natürlich wieder eine Losfee suchen. Und da gehe ich jetzt mal auf die Suche. Oh, nochmal Stopp. Zahnfee. Guten Morgen. Oh, schönen guten Morgen. Ja, ich bin auf der Suche nach einer Losfee. Kannst du mir da helfen? Ich weiß nicht. Also eigentlich haben wir hier nur eine Zahnfee. Ja. Okay. Nimmst du bitte nochmal Platz? Vielleicht wird's was. So, ich habe ja noch ein, zwei Minuten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Bohrer da drin immer höre, dann wird mir mal ganz schwindelig. Der Zahnarzt kommt. Ich muss los. Guten Morgen. Na, Herr Falk, wie fühlen wir uns? Na, bis jetzt noch ganz gut. Ich hoffe, du quälst mich nicht zu doll. Ich habe noch ein kleines Anliegen, aber das erzähle ich dir gleich. Ja. Schmerzen zufügen, das war meine Passion. Verhalte dich ganz normal. Ja. Weißt du, warum ich hier bin? Ja, du musst heute bezahlen. Oh, nein, du sollst mich ein bisschen quälen, das macht immer so einen Spaß. Na, hey. Nein, ich bin auf der Suche nach einer Losfee und ich würde mich freuen, wenn du mir da ein bisschen helfen könntest. Ja. So, zuvor habe ich noch zwei Fragen, das geht hier um Pizza. Ja. Ja. Wie gefährlich ist Pizza für die Zähne? Kohlenhydrate, und wenn sie nicht weggeputzt werden und kleben bleiben an den Zähnen, ist es durchaus ungesund. Und Zähne putzen täglich zweimal ist Bürgerpflicht. Aber jetzt, wenn man mal wirklich einmal richtig Pizza isst oder so und hier gewinnt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Nein. Also, liebe Freunde, ihr braucht keine Angst zu haben. Der Zahnarzt hat grünes Licht gegeben für die Pizza. Bis zur Verlosung noch einen kleinen Moment, denn er soll jetzt ein bisschen Spaß haben, er soll noch ein bisschen bohren. So, kannst loslegen. Wie ist denn das eigentlich? Könnte ich mir auch selbst einen Zahn ziehen? Kommt vor, solche Patienten haben wir hier. Oh, na gut, dann machen wir das mal. So, Herr Falk, aber ein bisschen... Nein, ich bin mir aber doch ein bisschen schwindelig hier. Ich krieg doch ein bisschen Angst. Also, unrasiert und fern der Heimat. Was ist denn da? Locker lassen, locker lassen. Ja? Na, Frau Krüger, ja. Ich hol mir jetzt eine Zange. Wir wollen ja alle ein bisschen Spaß haben. So, ihr seid jetzt heute live dabei, wie ein Zahn gezogen wird. Also, für alle Weichwürste unter euch... Es gibt nichts Schöneres und Besseres. Also, als ein bisschen Spaß zu haben. Und so. Alles live. Alles ohne live. Farbe und ohne Spritze. Ohne Spritze? Nein! Halt! An dieser Stelle müssen wir wirklich unterbrechen. Wir ziehen jetzt unser Los, wir ziehen jetzt unseren Gewinner in unserer Verlosung. Also so weit wollte ich jetzt doch nicht gehen. Man macht ja alles, wenn man ins Fernsehen kommt, aber ich würde mal sagen, schön durchschütteln. Ja, wie viele Lose darf ich denn ziehen? Ach so, warte mal, pass mal auf, ich habe jetzt fast vergessen. Ich habe jetzt noch zwei Lose in der Hosentasche. Ja, die Hauptgewinner. Nein, das sind unsere beiden Gewinner, die wir schon in der ersten und in der zweiten Runde hatten. Und die haben ja wieder mitgemacht und nicht, dass ihr denkt, ich nehme die Lose raus. Die kommen ja einfach mit rein, ich mische die einfach mit rein. So, schüttel die noch, so dass jeder wirklich seine Chance hat. So, und jetzt sage ich einfach, nicht reingucken. Nein, nein, nicht reingucken. Nein, 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 nein. So. So. Und, wen haben wir als Gewinner? Für 10 Pizzen. Frau Ute Meißner. Oh, Frau Ute Meißner haben wir. So, das ist unsere Gewinnerin. Sie kann mit 10 Personen kommen mit ihrer Fußballmannschaft und bei Mujo sozusagen so richtig schlemmen, ihre WM-Pizza belegen. Herzlichen Glückwunsch, sage ich an dieser Stelle, und wir sehen uns. Gewinner haben wir. Also freue ich mich auf eure Mannschaft. Bringen Sie die Mannschaft mit und belegen wir die Pizza zusammen. Apropos Mannschaft. Alle reden von Brasilien. Brasilien wird Weltmeister. Nein, es wird Deutschland Weltmeister. Glaube ich an die Mannschaft. Und ich drücke die Daumen, dass die deutsche Mannschaft uns die Pokal mitbringt. Also für Deutschland drücke ich nochmal den Daumen und ich freue mich dafür, dass wir die Pokal kriegen können.
Deutschland! So ist es. Hast du Druck? Jo, hab ich! Dann ist gut.